Lange ist es her, Leute, dass ich mein Arbeitsgerät hier, meinen Magic Stick in der Hand hatte. Ne? Aber bevor es losgeht, müssen wir uns natürlich erstmal anschneiden. Heute ein unschönes Thema, Leute. Eieieiei, was ist denn eigentlich los mit dem Audi S? Ach ja, alles gut hier, ne? Papa fährt immer eben raus. Halbes Jahr fahre ich jetzt mit dem guten Stück und irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden, sage ich euch so, wie es ist. Will's eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, das war der schlechteste und unüberlegteste Autokauf meines Lebens. Dazu gleich mehr. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß gar nicht, wie das geht hier mit YouTube. Wie macht man das? Wie ist ein richtiger YouTuber? Wie geht das? Daumen nach oben. Ein Abonnement würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Ich hoffe, ihr habt alle meine letzte Single Benz Tattoo gehört. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr es jetzt nochmal tut. Tut. Ich packe ja auch nochmal in die Videobeschreibung. Und worüber ich mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn ihr mal unten in die Videobeschreibung schaut. Denn das Album MPU ist in den Startlöchern, erscheint am 9. Februar und ihr könnt das Ding jetzt vorbestellen. Und das geilste ist, ihr könnt den CL500 gewinnen. In grün, mit den dicken Rims drauf. Die Chance besteht, aber das Album an sich ist auch schon ein Knüller. Ist ein Kracher. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir ins Video. Ich sage euch, was ich hier so nicht so geil dran finde und was ich gut finde. Und nebenbei will ich das Ding auch mal ein bisschen winterfest machen. Mal sauber machen. Ich habe den ewig nicht sauber gemacht, das Auto. War da mit dem Urlaub überall hier und da gewesen. Die Lödde hier. Eieieiei, ne? Kick dir das an. Ja. Tagi. Oh. Hamburg. Meine Perle, G63. Aber so einen wunderschönen S8 kann ich natürlich nicht alleine winterfest machen. Da brauche ich Unterstützung und die bekomme ich von niemand Geringeren als Autodog. Da sind sie wieder. Guck mal hier, haben sie sich eingenistet hier in mein Heim. Ich habe schon mal reingeduscht, sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Und fürs winterfest machen brauchen wir natürlich Mikrofasertücher. Jede Menge. Zack. Neue Scheibenwischer, natürlich auch. Eine schöne Felgenbürste, damit die Dinger auch mal glänzen. Und hier allerhand an Utensilien, um das Fahrzeug zu reinigen. Und worauf ich eigentlich richtig horny bin, ist diese schöne Tasche, wo man dann seine ganzen Utensilien, ein bisschen nass hier, seine ganzen Utensilien drin verschwinden lassen kann im Kofferraum. Weil, meine aktuelle Lösung, zeige ich euch sofort. Die sieht, ja. So sieht die nämlich aus. Und das kann es ja wohl nicht sein, oder Leute? Deshalb habe ich mir so eine geile Tasche bestellt. Wir alle kennen sie, unsere beliebte Autodog-App. Einfach im jeweiligen App-Store runterladen. Den S8 habe ich schon mal hinterlegt, da ist er. So, und da geben wir zum Beispiel Scheibenwische ein. Ihr wisst, im Winter, es regnet viel, die Scheiben müssen klar sein. Zack, wir gehen rein in die Suche, gehen etwas nach unten und da sind sie schon. Die habe ich bestellt, geile Dinger. Aber das war natürlich noch nicht alles bei unserem Autodog-Deal. Nein, ich habe euch noch was Schönes mitgebracht und zwar 5% auf den gesamten Einkauf bei Autodog mit dem Code Boberg. Viel Spaß beim Shoppen wünsche ich euch. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich an dem Ding nicht so geil finde. Oder was ich auch ganz gut finde. So, und hier beginnt quasi schon das Drama. Wir wollen natürlich jetzt in die Waschstraße fahren, weil ihr seht, das Fahrzeug ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft geraten durch den Winter. Und wir kommen jetzt hier zu unserem Fahrzeug, haben unseren Schlüssel dabei und natürlich ein A8. S8, eine Luxuslimousine vom obersten Segment, spielt ganz oben mit, hat natürlich Keyless Entry, ist ja ganz klar. Wollen wir jetzt nur dran ziehen. Hä? Was ist hier denn los? Rauflegen, streicheln, was muss man machen, ne? Karte drauflegen wie ein Tesla oder was? Hat er nicht an Bord. Da kann das Auto jetzt erstmal nichts für, aber irgendjemand hat da vergessen, ein Kreuz zu setzen. Nervig. Also ein CL von 2006 hat das in der Regel. So, allerdings haben wir hier immerhin einen Startknopf, ne? Das ist doch schon mal ganz nett. Auch eigentlich überflüssig, aber komm. So, und wir fahren jetzt erstmal in die Waschanlage. Und dann erzähle ich euch, warum ihr euch niemals einen über 100.000 Euro mal wert gehabt haben, Audi kaufen solltet. So, kickt der das an. Boah, hier, da fahre ich immer ganz langsam durch. Das schmeckt. Kriegt man am meisten für sein Geld, ne? Jetzt fahren wir hier mal einmal durch die Waschstraße. Ja, in der Zeit kann ich euch Punkt 2 sagen, der mir nicht gefällt an dem Fahrzeug. Und das ist auch einer der größten Gründe, warum ich das Auto verkaufen will, ist dieser gottlose Verbrauch. Wir haben hier einen 4 Liter... Jo, sorry, ich bin am Sabbeln, danke. Und bist du schon durch? Weiter? Alter, ich komme mir irgendwie nicht klar. Moin. Ist schon fertig? Achso, na gut. Danke. Na, mein Lieber. Ja, ich resortiere mich ein. Danke. Das ist nicht einfach hier, ne? Wo war ich stehen geblieben? 4 Liter B-Turbo mit Zylinderabschaltung. Der schaltet auch echt oft die Zylinder ab. Ist das hier so laut?
Und der Verbrauch liegt jetzt gerade bei 21,7 Litern. Das Ding hat 80 Liter Volumen. Das knall ich dir so schnell durch, das ist unglaublich. In einer Woche, ach, 4 Tagen, da tankst du wieder 130 Euro. Hier geht nur Super Plus rein. Da tankst du auch gerne mal 150 Euro. Das ist so krank. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, der Wagen verbraucht deutlich mehr als ein CL 500 oder irgendein 500er. Obwohl das viel neuer ist, viel neuere Baugeneration. Aber was man nicht vergessen darf, ja, ich weiß, das wird jetzt kommen, von Kraft kommt Kraft, ne, oder wie das heißt, von Kraftstoff kommt Kraft und 700 PS, die müssen irgendwie befüttert werden, klar, aber ich finde den Verbrauch wirklich heftig. Mit einem Volltank komme ich ungefähr so 400 Kilometer weit. Kommt das hin, 20 Liter, in 80 Liter Volumen? Ja, das kommt hin. So, jetzt machen wir hier mal die Probe auf Exemple, ne, unser Exemple. Und zwar sind wir jetzt 82 Kilometer gefahren. Ich habe es jetzt nicht bis 100 leider ganz geschafft, aber wir haben ja einen Taschenrechner, ne? Also, ich bin 82 Kilometer seit dem letzten Volltank gefahren. Wir haben 2 Balken schon verloren. Kann man das nochmal sehen hier? Zeig's mir das nochmal an. Guck mal hier. 2 Balken sind weg, ne? Seht ihr? Piep, piep, piep. Das macht er gerne, unser kleiner Audi. Und jetzt tanken wir dieses Auto noch einmal voll. Und guck mal, wie viel da reingeht. Natürlich gehört in so ein Auto immer Super Plus. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel hat er verbraucht auf 80 Kilometer. 8 Liter. 9 Liter. 10 Liter. Ja, das tut weh. Das tut weh im Portemonnaie. 80 Kilometer, 30 Euro. Wenn wir jetzt noch mal eben roundabout ein bisschen hochrechnen, kommen wir da in 20 Litern wirklich sehr nah. Man muss dazu sagen, nur in der Stadt, ne? Also wirklich rein Stadtverkehr. Ich bin ja ein bisschen über die Autobahn auch heute gefahren. Aber sonst nur Stadt, auch ein bisschen Stop and Go. Das ist schon viel. Das macht ein CL nicht, meiner Meinung nach. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie eure Meinung dazu ist. Mich wurmt's ein bisschen. So, tschüss. So, oben angekommen auf dem Parkdeck bei den Staubsaugern. Was hat uns das Ganze gekostet? 15 Euro. Die 2,39 Euro hole ich mir wieder. Deshalb geht das Ganze hier unten in die Bufferung rein. Und jetzt schauen wir mal uns das Waschergebnis an. Das ist ja wie ein Review hier. Ach, tadellos haben wir es wieder hinbekommen, ne? Nee, war aber auch mal wirklich mal wieder Zeit, vor allem hier unten. Da war ja richtig Halligalli, ne? Aber sieht jetzt auch immer noch nicht ganz so gut aus, ne? Vor allen Dingen hier, die Radläufe da. Ah, Mensch, ey. Bisschen stinke ich jetzt gerade hier. Nee, ist schon gut, ist in Ordnung. Einmal rüber. Das sieht morgen sowieso wieder so aus bei den Wetter im Moment. Obwohl, heute geht's ja, ne? Heute ist ja ganz, ganz schick. Ja, so. Erstmal hier den Müll raus. Guck mal hier, das, so sind die Beifahrer nämlich. So sind sie nämlich drauf. Hier schön die Takis. Übrigens, gerne mal bei Kids Candy vorbeischauen. Aktuell die Mystery Boxen im Angebot. 10% günstiger. Schlag dazu. Ja, das ist ein guter Kauf. Ah, oh, guck mal, so gehen sie um mit deinem Auto, die Beifahrer. Schmeißen das da rein. Hier liegen sie dann. Kennt ihr bestimmt alle, ne? So Leute. Oh. So, und dann guckst du hier rein. Ekelhaft. Oh, das klebt hier. Aber guckt euch mal das Auto an. Das ist wirklich heftig dreckig. So, und dann hier die Lüttenstinker. Ich habe hier schon so eine Memory-Funktion, habe ich eingespeichert. Tipp an alle Feder. Da drückst du auf die 1, habe ich jetzt gerade, ne? Dann fährt das ganz nach vorne. Und wenn die Beine noch nicht ganz so lang sind, dann kommt man da nämlich noch nicht ran und kann hier nicht alles einsauen. Hier sieht man ein paar Spuren, aber es geht noch. Guckt euch das an hier. Oh, die Lütten. Ja, hat sie da wieder einen Corny hingeschmissen. Oh. Und geraucht hat sie auch. Da war ja klar. Die Kids hast du nicht mehr unter Kontrolle. Die sind außer Rand und Band. So, komm, weg damit. So, guckt euch das mal an hier. Also wirklich, das müsste zur Aufbereitung, das Auto. Das ist so ekelhaft. Hier waren wir nämlich am Strand. Ja, gucken wir drüben mal. Pfandflasche, Tempotüchers, alles da. Also, was ich nochmal als positiv erwähnen kann und muss, ist hier hinten die 230 Volt Steckdose, weil damit lädt dein Handy echt blitzschnell auf. Das ist eine geile Sache. Das gibt's auch, glaube ich, ziemlich selten. Habe ich so noch nie gesehen. So, und jetzt fangen wir an mit dem Saugen, Leute. Und sie guckt mir dabei zu. Sie trägt auf der Haut ein Mercedes-Benz Tattoo. Sie steht nicht auf Limos, nur auf Karten. So, jetzt hier mal ein bisschen ASMR. So, jetzt wische ich das Ganze mal ein bisschen trocken. Sonst kommt mir nicht in den Kommentaren, dass ihr irgendwie besser sauber machen könnt. Das ist mir so scheißegal. Ich will einfach nur, dass das Ding eben kurz nicht mehr ganz so dreckig ist. Ausgesaugt und fertig. Ich mache da keine Mathematik von, ich mache da kein Hexenwerk von, gar nichts. Ich will nur ein bisschen Sauberkeit hier. Dass noch irgendeine Chaya auch noch guckt, ne? Nicht ganz verloren gehe auf der Straße. Haben wir hier noch? Naja, ganz, ganz anfällig sind sie da. Hier, zack. Na? Oh, schön ASMR hier. Schön Carporn. Anstrengend, ne? Ja, trocken ist er. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal hier weg. Und dann geht's gleich weiter mit den Pros und Contras. Diesen wunderschönen S8 mit 93.000 gelaufen und einem geschätzten Wert
Ach, scheiß drauf, Digga. Scheiß auf den Wert. So, sind wir beim Friseur, aber mir ist gerade noch eine Sache eingefallen und zwar ein Riesenkritikpunkt, weil ich gerade hier ein anderes Fahrzeug daneben sehe, was genau das Gegenteil davon ist. Und zwar ist das... Werden wahrscheinlich jetzt viele nicht fühlen, aber ein Riesenkritikpunkt an diesem Audi, an diesem Fahrzeug, ist für mich das Understatement. Das werden bestimmt jetzt viele nicht verstehen, aber ich werde mit Audi einfach nicht so warm, weil genau das für mich ein Problem ist. Vielleicht sind es Minderwertigkeitskomplexe, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie finde ich, obwohl der schön foliert ist, dicke Felgen drauf hat, was auch immer, natürlich fällt das Auto schon irgendwie auf, aber es ist schon noch sehr bieder und zurückhaltend. Und wenn wir jetzt uns dieses Fahrzeug mal hier anschauen, ein G800 Brabus, ja gut, da liegen vielleicht auch ein paar Euros dazwischen. Aber dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Es ist jetzt natürlich das Endlevel vom Auffallen, aber fahr halt gerne, muss ich sagen, schon lieber ein Auto, was ein bisschen mehr heraussticht. Und da könnte ich mich mit diesem Freund sehr gut anfreunden. Digga, ist das eine Maschine, Alter. Genau, das ist auch nochmal so ein Kritikpunkt, warum ich mit dem Wagen nicht so richtig warm werde. Das kann das Auto am Ende des Tages wahrscheinlich auch nichts für. Kann Audi auch nichts für, das ist halt die Firmenphilosophie. Aber ich bin doch mehr ein Freund von einem Auto, was ein bisschen... heraussticht und nicht ganz so Understatement ist. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal zum Friseur und dann kümmern wir uns um die anderen Probleme. Aber das Ding ist schon fett, ne? Wie man jetzt sagen würde, geil, geil, geil. Schreibt mal in die Kommentare, wo liegt der Stuhl? Was muss ich hinlegen? Was muss ich sparen noch? Digga, ist das Ding heftig. Hallihallo, da bin ich wieder. Guten Tag. Ja, um nochmal dieses Thema abzuschließen mit dem Auftritt des Fahrzeuges. Mir gestern nochmal Bilder von meinem alten schwarzen CL500 angeschaut. Und da ist mir einfach so nochmal bewusst geworden, jedes Mal, wenn ich das Auto irgendwo hingestellt habe, habe ich mich immer so umgedreht, habe gedacht, ja... Das ist mein Baby. Das ist meiner. Der gehört mir. Geile Karre. Und das habe ich bei dem Fahrzeug hier einfach nicht so krass. Aber das ist auch meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Das sind wirklich die allerechten Luxusprobleme. Weiter im Text, was auch noch mir so ein kleines Dorn im Auge ist, ein bisschen negativ, ist das Getriebe des Autos. Wir haben eine Getriebespülung gemacht, weil ich glaube, das bringt so ein bisschen was. Aber irgendwie, ja, jetzt im Nachhinein so einen riesigen Unterschied merke ich da ehrlich gesagt nicht. Jetzt, wo sich das Ganze wieder neu justiert hat quasi. Ich habe einfach im Stadtverkehr immer wieder so kleine Ruckler drin. Ich habe mit dem einen oder anderen S8-Fahrer schon mal gesprochen und das soll wohl anscheinend auch normal sein. Die Probleme gibt es wohl häufiger und ich habe manchmal so ein kleines Ruckeln drin auf der Autobahn. Alles super, alles prima. Das Ding rollt wie eine 1, aber so im Stadtverkehr erinnert mich das manchmal ein bisschen an meinen Porsche Panamera damals. Das war auch so ein bisschen ruckelig. Aber das ist eigentlich das kleinste Problem, muss ich ehrlich sagen, oder der kleinste Störfaktor. Aber noch was Positives sagen, und zwar positiv ist wirklich bei diesem Auto dafür, dass es ein Riesenschiff ist und in der Rubrik einer S-Klasse steht, beziehungsweise eines 7er BMWs, die Dynamik, das sportliche Verhalten ist wirklich sensationell. Kann man vergleichen wahrscheinlich mit einer C-Klasse oder mit einem 3er BMW, mit einem M3 oder einem C63 oder so. Ist wirklich krass für die Größe des Fahrzeuges. Wir bewegen uns ja hier in einem Luxussegment. Luxus-Oberluxus-Limousine. Ihr wisst, was ich meine. Und die Dynamik, diese Sportlichkeit ist wirklich heftig. Du denkst gar nicht, dass du in so einem riesen Schiff sitzt. Natürlich die Power, die das Fahrzeug hat mit fast 700 PS, ist natürlich eine Sache. Aber auch vom Lenkverhalten, vom Fahrwerk, vom Ansprechverhalten ist das wirklich eine Wucht. Macht richtig Spaß, richtig geil. Du kannst wie in dem Filmtransporter mit der Kiste richtig, richtig knattern und auch um die Kurven ballern und alles, was man so möchte. Habe ich natürlich noch nie gemacht, aber könnte man. Ja, das ist nochmal ein positiver Aspekt, den der S8 hier liefert. Wir sehen uns gleich nochmal. Ich muss das Auto nämlich jetzt von innen nochmal so ein bisschen sauber machen. Und da komme ich dann auch zu dem, glaube ich, größten Negativpunkt, der mich extrem stört und den ich nicht in den Griff bekomme. Also, bis gleich. Ja, okay, das war natürlich jetzt klar. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie heftig die Bremse quietscht. Die quietscht wirklich abnormal. Also jetzt nicht nur so ein bisschen quietschy, sondern richtig ekelhaft, als wenn Metall auf Metall läuft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Belege sehen ein bisschen vergammelt aus, deswegen... Die sind nicht runter, aber die sehen so ein bisschen verrostet aus. Ich versuche nochmal was einzublenden, wo das Ding quietscht. Aber jetzt wollte er natürlich gerade nicht. Aber es ist teilweise echt extrem. Das ist eigentlich das, was mich am allermeisten stört. Es ist so doll. Jetzt hat man gerade gar nichts gehört, natürlich. Gar nichts, sieht man ein bisschen. Aber sonst, wirklich, es ist so, als wenn Metall auf Metall reibt. Wir haben ja hier die Keramikbremse verbaut, unsere Jute, und dass es damit sowieso quietschende Probleme gibt, das weiß ich, aber das ist schon ein bisschen sehr extrem. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr doll. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt neue Belege bestellt und will mal gucken, ob das vielleicht noch hilft.
So, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Der Parkplatz Schraubing. So, das ist wieder hier. Positiv. Bei Audi. Guckt euch das an. Man drückt hier nur auf den Knopf und dann kann man das rausnehmen. Oh, das war ein Bubeck. Das war ein Bubeck, Leute. Das hier ist auch ein Bubeck. Hä? Er ist ja viel zu lang. Oh, das war so klar. Oh, ich hab noch eine Packung Scheibenwischer hinten drin. Moment. Oh, nee. Du bist dumm. Zweimal. Genau die identische Bestand. Wie kann das denn sein? Hier steht sogar S8 drauf. Moment, das kann nicht sein. Hinten steht sogar S8 drauf. 4H, das ist doch meiner. Und Bentley Bentayga. Ja, bis 2018, ja. Oder waren da vorher falsche drin? Das wäre ja auch hart. Deswegen hat er vielleicht nicht richtig gewischt. Guckt euch mal den Wischbereich an hier. Warte mal. Ein bisschen sehr lang. Ah, warte mal, vielleicht andersrum. Weiß nicht, das sieht besser aus, aber auch wie eine Verletzung irgendwie. Warte, ich drück mal auf den Knopf. Also, ich guck mir jetzt nochmal die alten an. Entweder habe ich schon wieder einen hier oben an der Marmel oder. Warte mal, kann doch nicht zu dem zum Scheibenwischer wechseln sein, oder? Ja, okay, also der ist schon länger. Aber ist ja auch so lang wie der. Ja, okay. Alles klar. ja. Aber hier, yeah, habt ihr auch gesehen, ne? Das war überfällig. Das war überfällig. So, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und jetzt gehen wir nochmal in den Innenraum. Aber ist das normal, dass der da so viel nicht wischt? Anscheinend, ne? Jo, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken, was unser neuer Kunststoffreiniger hier kann. Und zwar bei mir ist immer so das Problem, die Einstiege und vor allen Dingen auch da, ne, hinter den Sitzen, weil da oft auf der anderen Seite vor allen Dingen die Löde mit ihren Füßen rangeht. Ich habe schon so, wie gesagt, diese Position nicht immer einstelle, aber nicht immer hilft's. Und mal gucken. Oha! Ist aber hier. Oh, nicht aufs Leder. Oh, nee. Bobbelzwerg. Ich habe auch extra Leder und Polsterreiniger gekauft. Aber hier fürs Plastik. Ja. Hier auf das Gummi geht das auch. Ne, gar kein Problem. Und ich muss sagen, das riecht auch ganz geil. Ja, siehst du? Dass nämlich dieser Dreck hier schon runterglänzt. Das, was man will. Ne? Aber trägt ein bisschen sehr dick auf, muss ich sagen. Also spritzt sehr doll. Ja. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das hier ist das Leder. Das ist auf jeden Fall Leder. Das hier. Oh, Plastik hier. Alles Plastik bei der Mude. Hier haben wir noch so unser edles Klavierlack, ne? Unser edlen, ganz edlen. Ich würde sagen, ich mache das mal eben fertig. Was ich auch sehr schön finde an dem Auto ist ein schwarzer Himmel. Das gefällt mir gut. Manchmal wünsche ich mir meinen Cayenne wieder. Der hat nicht so viel geschluckt. Und war auch ein schönes Auto. Und die Leistung brauche ich auch gar nicht. Ich brauche doch nicht 700 PS. Wofür brauche ich 700 PS? 300 würde locker reichen. Vor allem, ich fahre fast nur Stadtverkehr. Was will man denn mit 700 PS? So, gereinigt habe ich das Ganze. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage später. Deswegen sehen die Teppiche auch nicht mehr ganz so gut aus. Aber ich habe das hier mal alles sauber gemacht. Habe die Sitze mal ein bisschen gereinigt. Auf allen Seiten. Das Cockpit, das Lenkrad. Und jetzt habe ich mir noch diese geile Tasche hier bestellt. Ja, da habe ich Bock drauf, damit dieses Korbchaos hier hinten mal aufhört. Sieht hier generell gerade ein bisschen wüst aus. Aber irgendwie ist es immer so bei mir im Kofferraum. Ja, und das ist eigentlich ganz geil. Hier ist so ein, ja, seht ihr das? Hier kann man sich so die Trennwände quasi selber individuell einstellen. Mit Klettverschluss. Dann kann man jetzt hier zum Beispiel seinen Felgenreiniger reinmachen oder seine Ledertücher oder was weiß ich. Und dann kann man das hier noch genauso erweitern auf der Seite. Und wir haben hier an der Seite noch so fette Taschen. Vorne noch, da können die CDs rein oder so. Ich habe ja auch nicht nur, hier jetzt auch nicht der Reinigungsberg, ne? Aber ich habe immer so hinten irgendwie CDs drin und all so ein kleiner Radatsch. Wir können da mal reingucken. Ich weiß gar nicht. Das fängt hier an mit einem T-Shirt, was irgendjemand hier liegen lassen hat. Das ist gar nicht meins. Da haben wir hier eine Warnweste. Das ist für sowas. Warnweste. Das kann hier schon mal. Warte, wie können wir damit rein? Wenn ich mal die Amdress anhalten, ne? Dann sagst du hier, guck mal, hab ich alles da. Guck mal, passt geil rein. Ja, der ist eigentlich auch ein bisschen überflüssig. Den habe ich, glaube ich, in einer Hutablage da oder so. Aber gut, packen wir auch mal eben kurz rein. Ja, was man natürlich auch immer dabei haben sollte, ist das gute Osterkraut. Das braucht man halt immer mal wieder. Ja. Eine Bürste, damit habe ich letztens Hundekacke weggemacht von meinem Schuh. Das ist mein Lieblingsfelgenreiniger hier, der Alu-Teufel. Aber ich will gar nicht so viel, das wächst wie so ein Werbevideo. Ist gar nicht, kein. Guck mal, das ist geil rein. Guck mal, hier ist noch so ein Ding. Also mir kann ja wirklich nichts passieren. Ich hasse ja nichts mehr, als wenn man irgendwie so feuchtes war. Was ist das denn? Ja, vielleicht sollte ich auch ein bisschen was wegschmeißen. Meine Corsa-Cappy. Na, die Ledertücher, die sind auch immer geil. Den packen wir auch mal hier mit rein. Generell so Zeugs halt, ne? Was man so dabei hat. Kunststoffreiniger, auch wichtig. Aber mach mal ein bisschen ruhig hier. Bin hier gerade am Drehen, ne? Ah, ich schenke meine Finger nach vergammelten Orangensaft. Ist ja widerwärtig. Na hier. Keine Ahnung, von welchem Auto das ist. Ich würde sagen, ich packe mir die Tasche hier mal voll. Und ich hoffe, ich habe das Bremsen noch mit reinbekommen.
Bestellt euch MPU, Link ist in der Videobeschreibung, würde mich sehr freuen. Guckt mal bei Kiezkenny vorbei, vielen Dank für euren Support. Ich bin raus mit diesem Video, es war einfach nur mal wieder geil und ich will ein neues Projekt kaufen. Ich will irgendwas Geiles kaufen. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Kommi da, einen Daumen nach oben und tschüss. Aua, Rückenschmerzen.